Willkommen zurück zu Capital Sparks of Revolution. Erstmal ein Dankeschön. Die erste Folge kam überraschend gut an, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich der beste Erzähler Deutschlands bin. Und damit befinden wir uns wieder zurück bei Mr. Rockwell. Rob Drake, geben Sie es zu, Sie dachten, dass Croissants auf Bäumen wachsen, nicht wahr? Wie können Sie es wagen? Ich wurde an der Königlichen Akademie ausgebildet. Behalten Sie Ihre Witzeleien für sich. Könnt ihr übrigens mal die Kamera dahin schieben. Dann kann man die Texte sogar lesen. Ist mir letztens noch aufgefallen. Okay. Das Krankenhaus funktioniert, oder? Das läuft. Na. Ehe Jack Dawn hier eintrifft, müssen wir etwas besprechen, Herr Bürgermeister. Da wir nun nicht mehr verhungern werden, könnten wir das überschüssige Getreide zu Alkohol verarbeiten. Das ist wesentlich profitabler als Lebensmittelproduktion. Was meinen Sie dazu? Lassen Sie mich überlegen. Schanklizenzen oder staatliches Monopol? Rockwell, was halten Sie es mit dem... wie halten Sie es mit diesem Thema? Die armen Leute sind einfache Menschen. Ihre Interessen gehen nicht über einen Krug Bier und eine Kneipenschlägerei hinaus. Wenn sie das allerdings nicht hinbekommen, besaufen sie sich mit Schwarzgebrannten und schlagen sich direkt vor unseren Fenstern. Ist es das, was sie wollen? Ich lese heute alles falsch, das heißt nicht hinbekommen, nicht bekommen. Natürlich doch. Abgesehen, der Pöbel lebt in dieser... Ich lasse es gleich sein, ne? Doch abgesehen vom Pöbel leben in dieser Stadt auch ehrbare Menschen. Und auch sie brauchen einen Ort, an dem sie ihre Freizeit verbringen können. Sie hätten auch gleich sagen können, dass sie sich gerne mit jungen Tänzerinnen umgeben. Ja, ein Puff. So, ein Problemmenü. Ganz unten auf dem Bildschirm sehen Sie Symbole der Probleme, unter denen die Stadtbewohner leiden. Wenn diese Probleme nicht rechtzeitig gelöst werden, werden die Bewohner protestieren. Mhm. Nun denn. Obdachlos, hungrig am Verhungern und traurig depressiv. Hm. Naja. Der Zug kommt. So, können wir schon ein neues Gesetz erlassen eigentlich? Nee, das wird er noch erlassen, ne? Nee, Schmarre. Nee. Die Gesundheitsfürsorge. Das sieht einfach nur so aus. Ich dachte, das ist erlassen. Wir bauen ein Haus. Und dieses Mal. Was haben wir denn für arbeitslosen Pöbel hier? Adlige Bürger, da sind alle arbeitslos. Dann bauen wir nochmal eine Hütte für die einfache arbeitende Bevölkerung. Nachdem wir das Ding hier abgerissen haben. Könnten natürlich... Können wir so? Da frage ich jetzt, wie funktioniert das mit einer Straße? Kann ich die denn nicht vorbeibauen, ne? Nee. Nö. Unterbrechen Sie den Bau des Gebäudes. Alter, scheiße mit den Gebäuden. Ist doch kacke sowas. Also das ist nicht gut. Ich habe hier wirklich sehr, sehr schlecht gebaut. Das muss man mir einfach lassen. Das gestehe ich mir selber ein. Dass das nicht allzu gut gebaut wurde. Ich finde es aber schön, dass wir da auch immer Gold und so bekommen, wenn wir das Zeug bauen. So, Produktion, Alkoholfabrik. Die bauen wir... Naja, da wollte ich eigentlich hier hinbauen. Geht aber nicht so richtig. Machen wir es dorthin. So, abreißen, abreißen, bauen, bauen. Es ist Ruhezeit, der Pöbel schläft. Baut der Pöbel wenigstens? Ja, der Pöbel baut wenigstens. Einige verhungern. Ja, dann esst doch was. Was kann ich denn dafür, dass die Buden geschlossen sind? Ist das jetzt meine Schuld oder was? Als ob die mir die Schuld geben, dass sie nichts zu essen bekommen, weißt? Eine Alkoholbrennerei? Was zum Teufel? Müssen sich die Reichen etwa betrinken? Die Stadt ist voller Bettler und wir vergeuden das gute Getreide für Gott weiß was. Beruhigen Sie sich, Dawn. Wir haben die Armen nicht vergessen. Die Fabrik produziert Spirituosen höchster Qualität. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn Ihre Leute sich mit selbstgemachten Schwarzgebrannten vergiften? Als ob man ihnen glauben könnte. Seit wann denken die Reichen denn an die gewöhnlichen Leute? Ich würde zu gerne am Ende meiner Schicht ein Gläschen heben. Aber sie haben die Fabrik nur aus eigenem Interesse gebaut, nicht wahr? Mhm.
Für meine Interessen. So, ja. Ach, das ist ja das Sägewerk. Hier oben war die Lebensmittelfabrik. Ja, ja. Kann ich die Effizienz ist bei 100. Wie viel produzieren die denn pro Schicht? 480. Die brauchen pro Schicht 150, 120. Das heißt, wir könnten auf alle Fälle daneben einfach mal noch ein Bistro hinbauen. Ich habe wieder kein Holz, ey, ich könnte kotzen. Weil es kommen wieder neue Leute hier rein, verpisst euch, ihr habt doch keinen Platz. Was? Das ist ein Skandal, wir treiben die Wirtschaft voran und trotzdem können wir unsere Arbeiter nicht ernähren. Alle depressiv, ich habe ein komplett depressives Volk. Ich laufe hier auf eine Katastrophe rein, Alter. Schau mir die ganzen Menschen an. Täglich treffen neue Bewohner in der Stadt ein. Sie müssen für eine entsprechende Entwicklung der Wirtschaft sorgen, um alle Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung befriedigen zu können. Eine widerliche Wette, ein Ereignis. Ach, schau an. Ein Adeliger hat eine Wette gegen einen Bürger verloren. Nun muss er mit einem Kragen in der Stadt herumgehen und die Bürger bedienen. Der Adelige verlangt, dass die Wette annulliert wird. Der zockende Adlige. Ich bitte Sie, ersparen Sie mir diese Blamage. Ich war nicht ganz bei Sinn, als ich die Wette abschloss. Er hat mich betrunken gemacht. Helfen Sie mir, meine Würde zu wahren. Der Bürger? Oh nein, mein Freund, du musst alle Abmachungen einhalten. Du wolltest auf meine Kosten lachen, hast aber vergessen. Eines vergessen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Wette bleibt aufrecht. Wusste ich doch, dass er einen hervorragenden Diener abgeben würde. Hey, hör auf zu faulenzen. Diese Stiefel sollten qualmen, wenn du mit ihnen fertig bist. Der Adlige. Was für eine Schande und alles wegen einer kleinen Plauderei in einem Varieté. Hat eine adlige Person denn gar kein Recht mehr auf einen kleinen Fehler? Nee, hast du nicht. Oh. Dankeschön. Eine Holzlieferung. Ah, ist halt total dumm, eine Holzlieferung. Na gut, wir bauen auf alle Fälle nochmal ein Holzding, wenn ich kann. Wir brauchen mehr Holz. Walla, was ist das ganze Holz hier? Holzhaufen, ne? Holz. Wir brauchen Holz. Kein Getreide. Getreide brauchen wir nicht. Holz brauchen wir. Ah, man kann nicht denn eigentlich Dinger bauen, um die Leute zu erschießen, wenn die mir auf die Eier gehen. Warum arbeitet denn jetzt hier keiner? Ach, 13 bis 23 Uhr. Kann ich die Arbeitszeiten ändern? Warte mal, wo ging denn das? Irgendwo konnte man noch. Steuern. Konnte man nicht irgendwo. Wartung? Nee, Wartung ist ein Aufwerten. Das mit der Reparatur habe ich schon nicht. Also wir können sie aktiv setzen. Das mit der Reparatur habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Alle Fälle nochmal ein Sägewerk hinschmeißen irgendwo. Erstmal reißen wir das Ding ab. Gucken, ob wir da lang bauen können. Ziehen wir das hier hoch und dann könnten wir gucken, dass wir eigentlich da nochmal ein Sägewerk mit hinzimmern. So. Haben wir eigentlich zwei Sägewerke, das sollte unsere Holzprobleme langfristig lösen. So, die arbeiten erst um 13 Uhr, das heißt, die ganzen Freunde werden leider jämmerlich verhungern bis dahin. Da kann ich aber nichts für, Leute, das müsst ihr mir glauben. Wenn es um mir gehen würde, hättet ihr alle essen. Aber nein. Tschut, tschut. Was? Nicht genügend Gold? Oh, shit. Okay. Das ist interesting. Das habe ich komplett vergessen, dass wir auch Gold brauchen. Aber jetzt gibt es ja hier Essen und so, ne? Meine Herren, ich denke, dass jedem hier bewusst ist, dass wir trotz größerer Anstrengungen nicht jedem Bürger helfen können. Ganz egal, wie sehr wir uns bemühen. Die Menschen werden an Krankheiten und durch Unfälle sterben. Und wenn sie keine Orden oder Titel haben, auch an Hunger und harter Arbeit.
Unfug. Ich kann Ihnen versichern, dass die Aristokratie genauso sterblich ist wie alle anderen auch. Wir sollten ein Gesetz zur Beerdigung der Toten erlassen, einen Friedhof richten und ein Bestattungsunternehmen eröffnen. Und woher kommen die Armen? Woher bekommen die Armen das Geld, um sich ihre eigenen Begräbnisse leisten zu können? Ich befürchte, Beisetzung und Friedhofspflege müssen aus der Staatskasse bezahlt werden. Ja, wahrscheinlich. Nicht unbedingt. Wenn wir das Gesetz novellieren und kommerzielle Friedhöfe zulassen, bringen diese stetige Einkünfte. Wir wollen nichts überstürzen. Nee, wir sollten erstmal an Geld kommen. Geld. Wir brauchen Geld. Geld regiert die Welt. 600 Geld da. Das hat keine Straße. Ihr wollt mich doch flachsen, Alter. Was ist denn das? Was habe ich denn wieder da hingebaut? Wie viel hat mich das Bauen von dem Bums gekostet? 900, ich krieg die Hälfte der Kosten zurück. Das sehe ich aber nicht ein. Da müssen wir halt dann in den sauren Apfel beißen, hat er mal gesagt. So, wir müssen jetzt nur gucken. Wir brauchen mehr Einnahmen. Dass wir keine Einnahmen haben, das ist ein bisschen traurig. Können wir da die Schenke bauen? Ah! Ja, okay, sehr gut. Da habe ich zumindest das Problem ein bisschen gelöst. Eine Schenke und das Varieté hat gerade wieder keine Kohle für, ne? Kann ich irgendwo Gold auf der Straße finden? Leute, ich sag's euch, ihr habt ein Problem, Alter. Ihr habt gleich kein Geld mehr. Ja, doch, hier kann ich noch ein paar Gebäude abreißen. Aber trotzdem, voila, Krise, Alter. Fabriken können auch in der Nacht produzieren. Zweite Arbeitsschicht. Das Aktivieren der zweiten Arbeitsschicht verbraucht übrigens Gold. Ja, das kriege ich hin. Warte mal ganz kurz. Gesetze, was genau? Also Polizei. Schaltet den Marktplatz frei. Zweite Schicht, weiß ich nicht. Machen wir mal die Einwanderung. Wenn wir für eine stabile Entwicklung sorgen wollen, muss die Stadt für arbeitswillige Menschen attraktiv sein. Zahlt einfach den Einheimischen gerechte Löhne anstatt Zuwanderer, um einen Hungerlohn anzuheuern. Wieso? Was ist das Problem damit? Leute für einen Hungerlohn anzuheuern. Stehe ich jetzt nicht ganz. Das ist, warum? Ich habe das doch direkt an die Straße extra rangebaut. Ach, ist doch scheiße, echt. Es ist doch kacke mit den Straßen. Ich habe doch extra geguckt, dass da steht Straße. Und vor allem, das sieht immer so aus, als ob die falsch rum sind. Dabei sind sie ja angeblich sogar richtig. Ich wollte mich verarschen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass sie mich verarschen wollen. Naja, bauen wir jetzt einfach mal eine Straße hier durch. Dann müssen wir halt auch nochmal ein bisschen Häuser bauen, weil wir haben nämlich immer noch relativ Adling, nicht hungrig, obdachlos. Vor allem Arbeiter sind obdachlos. Ich würde mich gerne um die Arbeiter kümmern. Ich bin immer sehr besorgt um unsere arbeitende Schicht. So, und natürlich bauen wir dann auch nochmal ein Landhaus für den feinen Pöbel. So, für beide Klassen nochmal ein bisschen was bauen. Jetzt hat er schon wieder... Bitte, seid mir nicht böse, aber was zum Fick ist das? Also das triggert mich schon wieder hart hier. Verdammt, ich wusste es. Die Fabrik ist gerade erst fertig geworden und schon öffnen überall diese Lokale mit den Mädchen. Was soll dieses Geplapper? Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau. Lassen Sie die edlen Leute ihre Zeit in guter, kultivierter Gesellschaft verbringen. Klar, wenn Sie eine Flasche köpfen, macht sie das also kultiviert. Und? Gut, ja. Und uns vergisst man einfach so, nicht wahr? Was soll ich bloß dazu sagen? Ja, ich wollte dir 6-mal ein Pub bauen. Aber das Spiel will ja nicht. Das Spiel will ja nicht, dass ich eins baue. Beziehungsweise, dass ich eins in Produktion nehme. Aber trotzdem, warum geht's nicht? Ich bin stinksauer gerade. Ich habe keine Ahnung, wie sauer ich gerade bin. Das ist hier gerade Next Level Shit, meine Sauerheit. Macht das Sinn? Sauerheit? Stinkt richtig angepisst gerade, ey. Ich bin richtig angepisst.
1000 kostet der Bums. 1000! Ja. Immerhin Landhaus gebaut. Das macht. Was ist das erste eigentlich? Okay, Zufriedenheit steigt over the bank. Jetzt mal wirklich diese scheiß Schenke bauen, Alter. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Hier. Seht ihr das? Der erzählt mir, dass eine Straße verfügbar ist in dem Bums. Ach, jetzt geht's, oder was? Nee. Kame, du hast falsch gebaut. Du bist genauso blöd wie all die anderen. Okay. Vielleicht habt ihr sogar recht damit. Kurze Frage. Ich hab's immer noch nicht gecheckt. Wie kann ich den Zug warten? Steht ja Wartung. Da steht, ich kann ihn verbessern, aber wie kann ich ihn denn warten? Ich weiß es einfach nicht. Wie kann diese Stadt nur ohne Restaurants auskommen? Oder schlagen sie etwa vor, die Unternehmer sollten sich gegenseitig füttern? Das heißt, ohne Restaurants auskommen. Ich habe einen Imbiss, ich habe ein Bistro. Hä? Die dumm? Oh, das waren gerade schöne Einnahmen. Jetzt sind sie aber wieder weg. So, alles geht ein bisschen rauf. Ich sag da nichts zu mit den Straßen. Das triggert mich so ein kleines bisschen. Ich verstehe es halt nicht. Die haben doch da eine Straße hingehabt. Also so, like, what is the problem? Kann ich eigentlich das Spiel drehen? Kann ich das Spiel überhaupt drehen? Nee, scheinbar nicht. Okay. Haben wir eine Holzproduktion von 8. Aber unsere Kohle ist weg. Miss Simpsons. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Ich heiße Miss Frederica Simmons. Simmons, also mit 2 M und da oben mit 1 M. Herr Bürgermeister, ich möchte mit Ihnen über eine Neuerung sprechen, die darauf abzielt, das Bildungswesen Ihrer Stadt wiederherzustellen. Frederica, Sie sind hier? Ich dachte, Sie hätten den Staat verlassen. Dem war so, Jonathan. Dann erreichte mich die Nachricht, dass die Stadt wieder aufgebaut wird und ich eilte hierher, um meinen größtmöglichen Beitrag zu dieser edlen Sache zu leisten. Herr Bürgermeister, die Welt veränderte sich, während wir hier sprechen. Das 20. Jahrhundert wird ein Jahrhundert des großen technischen Fortschritts sein und dieses ohne angemessene Bildung unmöglich. Ich fürchte, Sie haben recht. Die technologische Überlegenheit des Feindes spielte im Schicksal unseres Landes eine Schlüsselrolle. Wir müssen aus dieser bitteren Lektion lernen. Mit ganzem Herzen unterstütze ich den Wiederaufbau des Bildungswesens. Aber verzeihen Sie mir, eine Frau kann den Vorsitz der Akademie der Wissenschaften nicht innehaben. Sind Sie eifersüchtig? Muss ich Sie daran erinnern, dass der vorherige Rektor der Akademie, der aus einer ziemlich vornehmen Familie stammte, sofort bei Kriegsbeginn flüchtete? Und Profiteure wie Sie führten den Anstieg der Waffenpreise herbei. Etwas, das Sie nicht so gerne erwähnen. Ha, diese reichen Leute fallen gerne in dem Moment übereinander her, wenn sie jemand schief anschaut. Also, was ist mit der Ausbildung? Mr. Stanton, Sie leben noch immer in der Vergangenheit. In der Zukunft werden die Menschen nach ihrem Können beurteilt, nicht ihrem Erbe. Sie tun mir leid. Machen Sie, was Sie wollen. Aber bitte ersparen Sie mir Ihre Bekehrungsversuche. Abgesehen von der Aristokratie ist niemand gebildet genug, im Moment in der Akademie zu arbeiten. Andere können nur vorgeben, schlau zu sein. Joa, die betteln sich auf alle Fälle richtig. So, Polizei ist gut, Polizei sorgt für Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie treffen zu dürfen, Herr Bürgermeister. Baron von Offenberg, zu Ihren Diensten. Verzeihen Sie mir. Baron, geht es Ihnen gut? Sie sind blass. Vielleicht hätten Sie sich vor Ihrem Besuch im Restaurant ausruhen sollen. Danke, aber Sie müssen sich um mich keine Sorgen machen. Es ist für niemanden Gesundheit zuträglich, wenn man im Gefängnis sitzt, wissen Sie? Ich versichere Ihnen, diese vorübergehende Schwäche wird vergehen, sobald ich wieder an die Arbeit gehen kann. Und was haben Sie vor? Dasselbe wie früher. Detektivarbeit. Überall Armut und Ruin.
Der perfekte Nährboden für Banditen und Betrüger. Wenn wir diese Schurken nicht heute schon dingfest machen, werden sie morgen die ganze Stadt kontrollieren. Ich möchte das imperiale Polizeikommissariat wieder aufbauen und leiten. In 30 Dienstjahren habe ich mehr als nur ein paar Dutzend Schurken geschnappt, aus dem gemeinen Volk wie auch aus der höheren Gesellschaft. Sie werden keinen besseren finden. Ja, Baron, ich erinnere mich an Ihre skandalträchtigen Ermittlungen. Mehr als nur ein paar Beamte des Königshauses wurden nach ihren Enthüllungen entlassen. Es gibt andere Wege, um Verbrechen zu bekämpfen. Wir könnten eine private Ermittlungsagentur aufbauen. Die würde doch auch nur die Probleme jener Leute lösen, die es sich leisten können. Ich weiß schon, wie das läuft. Die Polizei sollte allen Bewohnern dienen, nicht nur den Reichen. Dann ist es also beschlossen. Wir brauchen Gesetze für öffentliche Sicherheit und eine Polizeiwache. Ich versichere Ihnen, die Aristokraten werden nur zu gerne dabei helfen, die Gesellschaft vor Verbrechen zu bewahren. Und währenddessen ihre Taschen vollstopfen. Die Strafrechtsordnung ist viel zu milde. Diebe und Banditen sollten hängen und nicht in einer Zelle schmoren. Viele werden aus Verzweiflung straffällig. Versuchen Sie doch mal mit dem lächerlichen Lohn aus den Fabriken eine Familie zu ernähren. Wenn Ihnen die Bezahlung nicht gefällt, müssen Sie sich eben nach anderen Stellen umsehen. Was die Polizisten betrifft, Sie haben schon genug Rechte. Sie sollten der Gesellschaft dienen, nicht andersrum. Gut, gut, gut. Und wo ist das dann? Also... Ermöglicht das Durchführen von Ermittlungen und das Lösen von Kriminalfällen. Das Ding ballern wir mal hier oben mit hin. Blup. So, jetzt haben wir nur folgendes Problem. Was ist das denn hier eigentlich? Besucher-Warteschlange. Arbeitnehmer? Es gibt keine Besucher. Die fangen auch an zu arbeiten. Gut, wir werden auf alle Fälle nochmal ein Bistro. Dieses Mal dorthin. Na, wobei, nee. Neben das Krankenhaus, dann können die beim Krankenhaus was snacken oder so. Das Polizeikommissariat ermöglicht die Durchführung von Ermittlungen und das Lösen von Kriminalfällen. Das ist zwar nicht die imperiale Abteilung, aber es wird fürs Erste reichen müssen. Hier können wir nicht nur nach Verbrechern suchen, sondern auch Ermittlungen durchführen. Die Ratten sollen sich tief an ihre Löcher verkriechen, denn jetzt haben wir sie im Visier. Sie möchten die Leute finden, die sie an die Besatzer verraten haben? Und natürlich... Ich werde sie dieselben Zellen werfen, in denen ich gesessen habe. Ich schwöre bei Gott, sie werden keinen Monat in ihr überleben. Schauen wir mal. Friedhof errichten. Meine Herren, um das Gesetz zu erlassen, das wir brauchen, damit wir nicht nur Verbrechen aufdecken, sondern auch Verbrecher bestrafen können. Ganz recht, Baron. Die menschlichen Laster sind unheilbar. Wir müssen ein Gefängnis für Verbrecher bauen, die schwere Verbrechen begangen haben. Hätten Unterdrückung und Armut die Menschen nicht zur Verzweiflung gebracht, würden sie diese Verbrechen nicht begehen. Sie sind ein Utopist, Dorn. Ich versichere Ihnen, wohlhabende Menschen begehen genauso Verbrechen. Aggression und Gier sind Teil der menschlichen Natur. Genauso wie Großmut und Güte. Es ist in unserem besten Interesse, besonders gewalttätige Einwohner hinter Schloss und Riegel zu halten. Oh yeah, Baby. Das sehe ich allerdings genauso. Noch eine Schenke mit reinschenken. Die Schenke schmeißen wir hier oben mit hin. So. Dann reißen wir natürlich noch nebenbei Sachen ab. Boah, das Spiel ist groß, Alter. Sei mir mal nicht böse. Das ist so ein... Auf den ersten Blick so ein Billo-Titel, wie auch ein paar schon geschrieben haben in den Kommentaren. Du denkst, es ist so das billigste Spiel, was du findest. Es ist schlecht und scheiße und schaut kacke aus. Leute, das Ding ist brutal komplex. Allein, was wir jetzt schon bauen müssen. Ne, Gastronomie, Gesundheitsfürsorge, Produktion, Verwaltung, Sicherheit. Bildung kommt später mit dazu. Dann Steinproduktion, Stahlproduktion, vielleicht noch Waffenproduktion. Gesetze, Geld, Essen. Wie können die verhungern, Alter? Dann ess doch was, Mann. Was habe ich denn gerade da angeklickt? Also. Ja, jedenfalls, ess doch einfach mal was. Das habe ich übrigens gekriegt. Ich bin schon wieder insolvent. Leute, ich bin schon wieder insolvent. Hab schon wieder kein Geld. Ah, ist das zum Kotzen.
Jetzt habe ich so viel Gebäude gebaut, wo man Essen und Trinken bekommen könnte eigentlich. Friedhof und Bestattungsradius. Leichen auf der Straße erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs. Um Tote zu beerdigen, benötigen sie einen Friedhof sowie ein Bestattungsunternehmen. Ich habe aber kein Geld. Das ist das Problem. Ich meine, finde es ja schlimm, dass da Leute sterben und so, aber was soll ich denn machen? Ah, jetzt haben wir übrigens Geld bekommen. Die Leute schlägern sich um Plätze. Nur die Frage, habe ich jetzt schon, also jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja quasi, sehe ich auch irgendwo, warte mal, hier. So, also die Arbeiter sind auf alle Fälle noch ein Problem. Dann bauen wir hier auf alle Fälle nochmal so ein Ding hin. Das Ding ist, ich muss das Zeug ja auch alles erforschen, wisst ihr? Das ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier alles sofort nach Belieben bauen könnten, ne? Ist ja nicht so. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier aktuell einen Friedhof bauen kann. Ich kann auch keinen Friedhof bauen. So, da können sie jetzt auch noch essen gehen. Na, das hört aber unser Geld, ey. Das ist doch schön. Jetzt haben wir richtig Kohle dazu bekommen. Zuglinie 1 ist kaputt. Was? Ey, seid mir nicht böse. Ich check nicht, wie ich das warten kann. Muss ich den ausstellen? Nee. Ey, bin ich jetzt... Ach, reparieren. Ach so. Das ist aber scheiße, weil ich habe jetzt schon Holz ausgegeben für den Scheiß. Naja, toll. Hättet ihr mir sagen können, dass es dann oben rechts steht, ne? Mal schon mal negativ anmerken hier. Schau an, wie der Pöbel auf der Straße schläft. Niedere Kreaturen. Also Getreide war schon mal besser. Aber wir haben es jetzt immerhin gleich geupgradet, den ganzen Bums. Das ist schon mal ganz gut, weil das heißt, dass unser Zug jetzt in Zukunft mehr transportieren kann, weil er ja größer ist, oder nicht? Ich habe das Ding doch geupgradet. Ne, nicht den Bahnhof. Den muss ich aber auch mal langfristig dann upgraden. Aber den Zug. Der ist ja jetzt schon besser, ne? 262. Ich habe ihn noch aufgewertet. Lag da einer auf der Straße? Er liegt vor dem Bahnhof. Nicht, dass er sich das Leben nimmt. Leute, ich bin hyped für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Nächstes Mal geht's weiter. Ich speichere wieder. Ich werde mich jetzt erstmal gemütlich arbeiten begeben. Aber im echten Leben. Ich bin ehrlich auch nur einer aus der Arbeiterklasse. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.